hier oben in der Sporthalle auch dabei im neuen Jahr 2018. Hallenfußballstadtmeisterschaften 2018 in Niederoberstein. Am 6. und 7. Januar 2018 hat der Stadtverband sporttreibender Vereine der Stadt Niederoberstein die Vorrundenspiele in der Großsporthalle auf der Bein ausgerichtet. 10 Mannschaften haben auf 2 Gruppen verteilt, um den Einzug in die Endrunde der Hallenstadtmeisterschaften gespielt. In der Gruppe B haben sich am Sonntag folgende Mannschaften gegenübergestanden: der Titelverteidiger VfL Weierbach, die Sportvereinigung Nabollenbach, der FC Hohl, SG Idar-Oberstein Algenroth und Eintracht Nahe Mitte. Sowohl den VfL Weierbach als auch den FC Hohl konnte man im Vorfeld des Turnieres schon zu den Favoriten zählen. Am Ende haben sich der VfL Weierbach mit 12 Punkten und der FC Hohl mit 9 Punkten auch durchgesetzt. Offen blieb die Frage, wer auf Platz 3 mit in die Finalrunde folgen wird. Der dritte Platz war hart umkämpft, auch wie angenommen. Es hat sich letztlich die Sportvereine in der Bollenbach durchgesetzt. Wie gesagt, insgesamt interessante Spiele. In dem Zusammenhang möchte ich aber erwähnen, unser Schiedsrichtergespann aus dem Raum Kaiserslautern. Wir haben eine souveräne Schiedsrichterleistung gesehen, muss ich sagen. Hut ab vor, was sie heute gezeigt haben. Am zweiten Vorrundenspieltag haben auch wieder weit über 400 Besucher den Weg in die Halle gefunden. Wir hatten wieder eine tolle Stimmung, die Halle war gut gefüllt mit 455 zahlenden Zuschauern. Wir sind zufrieden insgesamt und hoffen natürlich an der Endrunde nächste Woche Samstag um 13. auf ein volles Haus. Für die Endrunde am 13. Januar 2018 haben sich nach 2 Spieltagen die folgenden Mannschaften qualifiziert. Ja, sieht dann folgendermaßen aus. Am nächsten Wochenende in der Gruppe A spielt der SC 07 Idar-Oberstein gegen die TuS Tiefenstein und den FC Hohl. Und in der Gruppe haben wir ein tolles Lokalderby zwischen dem VfL Weierbach, dem Bollenbacher Sportverein und der Sportvereinigung der Bollenbach. Der Beginn am 13. Januar 2018 mit der Endrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft ist um 15 Uhr. Der Sieger und die zweitplatzierte Mannschaft spielen eine Woche später in der Finalrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaften gegen die Mannschaften aus den Verbandsgemeinden Baumholder, Birkenfeld sowie Herstein-Raunen.